Ich spiele zum ersten Mal die Gaia Royale Challenge gegen Morten und das passiert. Moin, willkommen zu einem neuen Clash Royale Video. Heute gibt es eine absolute Premiere, denn heute zocken wir zum ersten Mal Gaia Royale gegen den allerechten Morten Freund. Ich habe ihn überzeugen können, das Ganze mal mitzumachen und wir werden jetzt das klassische Duell liefern. Es wird absolut geil. Wer nicht weiß, wie Gaia Royale funktioniert, ganz einfach. Ihr seht hier das Spielfeld. Wir haben hier 1 bis 8 Wertkarten. Jede Karte hat einen gewissen Wert. Und wir müssen versuchen, mit diesen Wertkarten auf eine Karte in der Mitte zu bieten. Wenn ich zum Beispiel hier die Musketieren unbedingt haben will, nehme ich eine höhere Wertkarte, und zwar die 7. Drücke dann drauf und drücke auf die Musketieren. Dann warte ich, bis Morten was macht. Und wenn Morten jetzt zum Beispiel auch die Musketieren will und aber eine 8, also eine höhere Wertkarte, ausgewählt hat, dann bekommt er die Musketieren und ich bekomme eine zufällige Karte. Immer der mit der höheren Wertkarte bekommt die Karte, die er haben will, aus der Mitte. Der andere muss ich mit einer zufälligen Karte zufrieden geben und am Ende haben wir bei 8 Wertkarten 8 Karten, mit denen wir dann unser Deck bauen müssen. Wer am Ende dann mit diesem Deck die meisten Spiele gewinnt, beziehungsweise nach jeder Runde neu, der gewinnt die Challenge. Ich bin sehr gespannt, wer es schafft. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen und auch gerne Code Bigsen im Shop eintragen. Kuss an jeden Einzelnen, der das macht, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Okay. Mensch, ich habe echt ein bisschen Schnauzer. Lol. Sieht gut aus, oder? Ey, es buggt! Wie, es buggt? Junge, es buggt bei mir immer. Dann lass nochmal neu. Hab ich jetzt. Du kannst deine Wahl nicht mehr ändern. Wo bist du denn jetzt? Also, was ist deine Ausgangsposition? Meine Ausgangsposition? Ich habe eine Karte gewählt und ich habe drauf gedrückt. Ich habe eine Karte gewählt und du kannst nicht mehr wählen. Ja, dann mach das Ganze trotzdem nochmal. Mach Werkkarte und Karte nochmal und dann soll es eigentlich gehen. Mach ich, du kannst deine Wahl nicht mehr ändern. Ja, was machst du nochmal? Ich hab das 100 Mal gemacht. Okay. Dann ist irgendwas schief. Dann müssen wir eventuell neu starten. Okay, wir starten nochmal neu, warte. Schaffen wir. Schaffen wir. Auf okay, geht's. Neu gestartet, let's go. Okay, hast du die Karten? Warte. Die sind dabei. I have the cards now. Okay, nice. Ich hab ausgewählt. Same, ja. Okay, jetzt hat's geklappt. Ja, du hast gewonnen den Draft, okay. Ach, Bruder, den Henker. Den Henker, und es gibt keinen Tornado mehr. Was ist das denn für ein Schmutz? Okay. Ja. Das war, glaube ich, nicht so smart. Oh! Okay, aber gut. Golem 5, okay. Golem Bogen. Ich brauche eine Win Condition. Du brauchst eine Win Condition, okay. Na gut, wenn das so ist, dann nehmen wir das mal so hin, einfach. Ich bogen hier. Alter. Wie passiv bist du? Junge, wie aggressiv bist du? Ehre. Okay. Nein, ich kann schon wieder nichts wählen. Oh, wähle ist eine Wertkarte. Oh, ich hab euch. Okay, all gut. All gut. Ja, du musst am besten ein bisschen langsam wählen. Also mach dich direkt in. Zack, zack, so. Klick, klick, sondern erstmal ein bisschen Zeit ins Land geht. 8. Okay, du hast die 5, 6 und die 8 gespielt und die 3. Kann sein, sag ich nicht. Ist so. Das war keine Frage. Schuhu! Junge, ich outmine dich so krank gerade. Du outmeinest mich. Ich dachte nicht, du outmeinest mich. Wie soll ich sehen, hä? Bau dir mal schon mal das Deck. Bin dabei, I guess. Okay, okay, okay. Mhm. Nö. Der beste Spieler. Junge, ich hab voll Klon bekommen, wie dumm. Und Mortar, hä? Warum hab ich Mortar bekommen? Ich hab's gar nicht gecheckt. Junge.
Okay. Die 1, Bro, nice. Let's go. Ich bitte, bitte Heathbird oder so. Ah! Golem Graveyard. Hey, warte, das wird aber noch besser für dich. Hm. Ja, okay, Digga. Also. Ja, mal schauen, was ich bekomme. Ich hoffe immerhin. Mal schauen. Wenn ich Pump oder Gang, immerhin. Alles außer Giant. Kanone. Also, ja. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil. Neues bestes Deck. Safe. Okay, ey, wow, wir gehen rein in das Game. Okay, ganz kurz, ich muss noch mein Deck bauen. Irgendwie ein bisschen lost gerade. Ja, Vero hat gerade wieder reingeschissen. What the fuck? Okay, let's go. Okay, auf geht's. Geil. Bisschen Bomber-Kanonen-Spam auf Ehre, so. Baller, dies, das. Ewa. Ja, Digga. Weiß nicht, was ich tun soll. I don't know what to do. Chillig. Geil, Golden Giant, schmeckt. Eine Runde Spark hier auf Ehre. Wie geil. Hast du Bock drauf? Auf wird Mutterhexe. Ja, könnte interessant werden auf jeden Fall. Bro, ich hab keine Karte. Real Talk, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hä? Was hast du auf der Hand? Ist der Turm. Morta, Golem, Klon. Junge. Dein Deck. Ja, Chat, alles gut. Ich habe aber auch schon geschrieben. Ich bin sehr gerne dabei. Alles gut, ja? Also, ja, wie gesagt, ne? Ich habe schon geschrieben, dass. Bring jetzt mal einen Mortar rein. Wirst du jetzt hier nicht ganz im Chat. Kann man Kanonenkarre spiegeln überhaupt? Wir schaffen das. Ich kenn mich da nicht so aus. Ob du Kanonenkarre spiegeln kannst? Nämlich mein Klon. Achso. Ja. Ja. Safe. Ah, chill, ich bin jetzt nicht. Was kann ich gegen die. Das geht doch fit, oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Alter, du hast bisher phänomenale 0 Damage an seinem Turm gemacht. Weiter so. Jo, weiter so, Motto Royal, das ist gut. Egal, all good, wir spielen jetzt den Golem rein. Also, die ersten 4 Karten waren echt geil. All good, all good. Macht er jetzt einfach Sparky? Ich überrenne ihn. Du überrennst ihn, ja. Zoom gleich mein Graveyard, all good, all good. Okay, da bin ich gespannt. Trust the process, trust the process. Da bin ich gespannt. Ah, okay. Du bist jetzt hier den Golem-Klon und Pascalis. Was passiert denn jetzt hier? War gut. Das war echt ganz gut, Alter. What the fuck, hä? Was Damage gemacht? Wo landen wir hier? Beste Golem. Gut, der wäre der Klonspieler der Erde. Okay, kann der Gegner aufhören zu zahlen? Ah, nee, Digi! Oh mein Gott, nein. Geh auf die Graveyard! Das war's, er geht jetzt nicht mehr zu, das verteidigt. Skelly, Klon! Doch, oder? Chip! Oh, das Skelly hinten! Doch, was? Halt's Maul, der geht das so bad, Digga! Oh mein Gott! Was ist das denn für eine Scheiße? Warum ist es so schlecht? Der hat schon gewonnen gehabt. Okay, ich geh rein. Och man, dass du für dieses Drecksdeck nicht bestraft wirst, ne? Das ist ja so, das ist ja ehrlich so sad. Wie nicht bestraft? Junge. Soll ich jetzt bestraft werden, dass ich mit scheiß Deck gewinne? Ja. Doppelmoral. Nee, du sollst für das Deck bestraft werden, nicht, dass du gewinnst. Neider. Neider einfach, ja. Ich bin einfach Neider, schade, Mann. Junge, ich bin der Goat. Let's go. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ist das jetzt AIDS-Bo oder was? Ach, Digga. Spiel ich gegen X-Bogen in der Challenge. Ich hab mir meinen Mittwochabend so schön vorgestellt, ne? Mittwoch ist der schlimmste Tag der Woche, Digga. Ist das so, findest du? Ja, mein Mittwoch komplett irrelevant ist, Mann. Wie irrelevant? Das ist der Mitte der Woche, der hat nicht mal einen eigenen Namen, Junge. Doch, Mittwoch. Ja, das hat der Name, weil keiner hat sich irgendwie für ihn gejuckt, so. What the fuck? Ist doch so. Das hab ich ja noch nie gehört.
Das habe ich ja noch nie gehört. Natürlich viel schlimmer, ja, weil ihr alle Schüler seid. Da kommt einfach der Streamer-Flex. Der, ich werde, ich arbeite nicht, weil ich komplett faul bin, Flex. Guter Flex. Ehre. Die Interaktion ist so räudig, Alter, noch Gott. Wie gut war eigentlich der Ram Rider? Ja, was habt ihr? Magier überlebt mit 2 AP. Ja, Bro, das war so schlecht. Bro, Typ ist trash. Ja, ich weiß. Ali, weil ich kacke bin und aus Versehen gefettfingert hab. Und aus Versehen ins Game gegangen bin. Falsch Deck. Alter, wie du hast gefettfingert, du hast ein Deck falsch gebaut. Ja, ja. Ich hab's ja instant gecheckt, wo ich im Game war. Okay. Was sagst du eigentlich so nach einer Woche jetzt? Wir haben keine Woche vorbei. Was sagst du so zu den Balance Changes jetzt, nach nicht mal einer Woche? Was ist dein Statement? Irgendwie mega langweilig. Aber ich finde so wichtig, dass Giant und Minipacker gewacht wurden. Ich hab sie so, wie ich sie erwartet habe. Komplett langweilig und irrelevant. Und unnötig. So Minipacker Giant. So gegen Giant Graveyard zu spielen, bockt halt wirklich gar nicht, ey. Wie gefühlt immer, letztes Jahr habe ich nur gegen Giant Graveyard gespielt. Ja. Golden Knight ist ohne Grund tot. Skelly King ist komplett okay. Skelly King würde vielleicht mal einen Nerf brauchen. Was machen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Nichts mit Konter hatte ich hier nicht. Mann. Der ist so schlecht, bei Gott. Ist er auch, ja, aber es ist trotzdem ausreichend für mein Deck. Ja, du gibst ihm auch immer viel Value. Wie viel Value, Bro? Ich hab nur Truppen. Ich kann ihm gar keine Value geben. Ja, das ist dann halt dein Fehler, Bro. Was soll ich sagen? Ja. Guter Henker. Mit Erfolg kommt Rat. Bra. Junge, ich habe extrem geile Truppen gegen alles, außer gegen AIDS, Bro. Es ist ja zum Heulen. Bro, was ist das jetzt hier? Ehre! Einmal bitte Schuhe den Chat für den Gegner. Schuh! Ja, Schuh am Arsch, Alter. Ja, Feuerball! Nein, kann er nicht, ist zu doof hier. Okay, all good. So, okay. Dass er das überlebt, so eine Frechheit. Wo ist eigentlich Schuh? Wo ist eigentlich Cristiano Ronaldo, Digga? Ja, oder? In Turin oder wo spielt er? Ah, ne, Manchester. Schuh! Nein, Digga. Bro, what the fuck, Mann? Digga, du gewinnst mit dem großen Schwanz, der gemeint ist, spielt X-Bug, ich verstehe nicht. Ja, weil ich einmal besser gespielt habe, du spielst doch wirklich komisch, deine Rainbow ist echt scheiße platziert, Digga. Also du spielst cool im Graveyard, ne? Bei heute. Ich. Ja, dein Deck ist okay, du verlierst. Kannst du meinen Freund Elias beleidigen? Elias, der Hund. Du willst mir meine Leute beleidigen, gibt's heute keine Ahnung. Och, Digga! Oh, Mann! Hä? Das ist doch Digga, scheiße. 1-1. Ey, ja, ich spiele gegen X-Boom. Ich hasse X-Boom-Spiele. Das sind die größten hobbylosen Knechte auf der Erde, Alter. Er war so scheiße, Mann. Ach, Junge. Ich hatte eigentlich so und so dieses Deck, ne? Aber mein Gegner ist so ein Schwanz. Es ist Wahnsinn. Egal, wir gehen damit. Alles gut, nächste Runde. Ja, hä? Was hast du denn gemacht, Digga? Halt dein Maul. Hey, ich bin den Deck angucke, wenn ich den Deck angucke, sinkt meine IQ. Wenn ich deinen hier lang angucke, sinkt meine Kuh. Na, du hast auch eine, weil du noch weniger Kuh hast. Okay, let's go. Das, okay. Irgendwann muss ich Meeting Creep mit Cristiano Ronaldo gewinnen. Dann mach ich Schuh. Okay, all good. So, ich bin ready to rumble, der Humble. Ich auch. Auf geht's.
Wir gehen mal mit einer neuen Taktik rein. Na, wenn du führst, kannst du auch mal ein bisschen rum. Ja, ja, all gut. All gut, all gut. Okay. Alle Karten sind okay, deswegen habe ich es extra gemacht. Ah, okay. Ja, all gut. As I said. Ich habe wieder vergessen, das freigenommen, okay. Okay, okay, okay. outplayed! Wie outplayed? Ich hab komplett hops genommen. Wähle eine Weltkarte, eine Wertkarte. Lol. Ich hab eine Weltkarte an meiner Wand, weißt du das? Ja, weiß ich hatte Runtu gesehen. Ja, ich werde immer gehatet für meine Weltkarte an der Wand. Na, da weißt du immer, wo welches Land liegt. Stimmt, nicht so wie Floppy. Stimmt. Auch gut, auch gut. Geht der muss dir bekommen! Ich sehe dir jetzt 100 Bits aus. 100 Bits, danke, ich sehe dich, du Bits, vielen Dank. Ihr wisst ja, du schreibst kostenfrei. Schreibt die rein, wenn es euch gefällt. Würde mich sehr freuen. Support das gerne. Ja, richtig. Ist Support kein Wort, I guess. Ich hab doch eine Wertkarte gewählt. Verotech, mach deine Augen auf. Ah, Digga, das tut weh. Oh, jetzt bitte kein X-Bogen, Bruder. Bitte kein X-Bogen. Okay. Oh, okay, all good. Ey, Chad, ich sag's euch, wie es ist. Das Deck ist jetzt schon. Da kann eigentlich gar nicht so Schlimmes mehr kommen. Fisch an der Wand, hä? Oh, Alter, ich hab Bixby gerade so gehopst. Das Ding ist, alle Karten sind geil, so ist egal. Ja, okay, die Servis sind eh komplett OP. Ja, okay, ich hab einen Plan. We have a mission? Let's get the mission. Checke das nicht, Bruder. Irgendeiner aus dem Chat kannst du dir erklären. Es ist relativ einfach. Junge, Graveyard Barfahrt, wie geil! Wie geil! Ah, Alter, das ist auch wieder eine gute Auswahl. Solange man nicht den Henker bekommt, ist all good. Danke, Tommy, dass du das geklaut hast. Ja, okay, bitte kein Henker, dann ist all good. Bitte kein Henker, bitte nicht, bitte gönn, bitte nicht! Ey, Anti-Schuh! Ich hab mega Delay, Digga! Anti-Schuh! Oh, jetzt hab ich eine geile hohe Karte und ich hab nur Scheiße, Digga. Anti-Schuh einfach. Fühl ich. Vergessen mein Deck nebenbei zu bauen, weil ich so aggressiv war. Das ist unschillig. Geil, jetzt habe ich extra meine 7 gespart und jetzt ist da nur Scheiße. Ja, stimmt. Das ist... Oh, Tesla bekommen, nice, cool. Cool, Tesla Warpath Spam mit Zappy. Ja, ja. Ich meine, wenn der Gegner Bats hat, so gegen Graveyard oder so, ist halt echt geil. Dann haben wir ein Problem, stimmt. Aber egal, der Gegner hat einfach keine Bats, alles gut. Da gibt's irgendwie keine Spells, keine großen Zauber. Und auch keine Helden. Ja. Jana, sag Verotech, dass er mehr machen muss. Geh mal rein jetzt. Nein, wir wollen den Deck erstmal bauen. Wie sauer. Sei mal nicht so. Echt sauer. Wurde heute nur abgefuckt. Wieso? Digga, wer bohrt denn um 8 Uhr morgens, Junge? Das ist so eine unchristliche Zeit. Das stimmt. Ja, manchmal ist das so. Handwerker, aber du wohnst doch. Sind die. Wie. Das ist ja keine Wohnung, oder? Das ist ja das Haus nebenan dann wahrscheinlich, oder? Das Haus nebenan, ja, das ist das Haus nebenan. Okay, die haben aber so noch gebohrt. Die haben gefühlt genau in meine Wand reingebohrt und gehauen. Die haben wie bei Haus des Geldes einfach wollten die einen Tunnel bauen und wollten dann mein ganzes Geld klauen. Ach so. Ah ja. Da geht das Spiel 2.6. Ey, gegen 2.6 bin ich richtig gut aufgestellt mit 3M. Ja, das stimmt. Komm, jetzt eine Kanone bitte. Alter, geil, Mann, das Matchup wird echt gut. Ja, das ist ja wirklich richtig geil, das Matchup, stimmt. Ich habe ja gefühlt jetzt schon gewonnen. Richtig, du hast jetzt schon gewonnen. Ja, also ich weiß nicht, aber... Der Henker ist auch gut, der bringt echt viel, Mann. Du kannst deinen Schweinereiter dämpfen. Der Schweinereiter, der kriegt immer einen Hit. Aber alles andere ist schwierig. Wenn du das Spiel jetzt da verlierst, dann überrascht, ob ich das verlieren würde, stimmt. Der Henker ist ein guter Player, ja, doch.
Ja, sehr gut. Ja. Tatsächlich echt okay. Ja. Hallo! Hey, wie geht der E-Sportler? Ja, ist komplett trash, ey. Hä, das war gut von Gegner. Ja, das war gut von Gegner. Gegner hat nichts Besonderes gemacht. Wie? Für so ein Spiel, das ist was Besonderes. Kill ihn, bitte kein Eisbird. Okay, Kanone. Okay, voll gut. Alter, das ist geil. Ich enjoy jetzt, wenn du dir einfach 5 Minuten da den Arsch abschwitzt, um am Ende hoffentlich zu verlieren. Wer führt? Morten führt. Ich habe eine Niederlage, Morten hat bisher 0. Aber wird es jetzt ändern? Okay, es kommt 3M. Okay, gut. Da hatte ich doch schon mal das richtige Decision Making. Alter, das ist krank. Dass er das gecheckt hat, ist echt gut. Ja, finde ich auch. Man muss ja klein anfangen, weißt du? Die Garten klein. Das war es jetzt vielleicht nicht. Egal. Der Gegner ist ein Larry. Junge, was machst du da? Hör auf. Schluck auf. Das nervt. Was sagst du denn? Hier soll ich mich nicht konzentrieren. Hey! Also du liegst hinten, ne? Jojo, ja, wollte ich schon sagen, weil du so gerade den Eindruck machst, als wenn dir das ein bisschen egal wäre. Jojo, ich bin ein Gangster. Oh Gott, wo kommen wir jetzt hin? Ja, das war ein nice try, aber... Das war echt nicht so schlecht, chill mal. Bro, als ob er da den Eisgullen spielt, er ist der größte Randy. Okay. Digga, er ist so schlecht, bei Gott, er ist so trash. Der Feuerball. Random Hawk Rider an die Bridge. Das ist halt 2 Hits so. Das ist jetzt eine Free Defense, weil er einfach schneller cycelt als, keine Ahnung, Mann. Schneller cycelt als Jan Ulrich in seiner Prime. Ah, chill ich, Digga. Ja, ich 3 Müsli spiele, kein Elixier mehr. Doch. Also. Alter, bei ich kann nichts machen, Digga. Du warst auch mal besser im Game, oder? Ja, ja nicht. Aber immer scheiße. Lutscher. Ein Hit. Schmeckt. Ehre, MG hat kaputt. Alter, man könnte echt meinen, dass er Jack. Na, einfach retiren, Digga. Oh. Hatte ich jetzt den nächsten Feuerball aus Holz jetzt langsam? Ja. Krass. Alter, einfach Jack getroffen. Das 1 gegen 1 wollte ich schon immer mal sehen. Alter, das ist echt gut. Das war's einfach. Das war's einfach. Du hast einfach verloren. Der war echt gut. Krass. Ja, hat gewonnen, verdient, ne? Okay. Spielt weiter so, Simon. Oh Mann, ist so dumm, Digga. Ist so Larry. Ich geh rein. Du musst aufhören, sauer zu sein, weißt du? Sauer sein ist sehr gefährlich. Das ist so ein Kack. Oh mein Gott, was soll das? Antischuh, Bro, wo landen wir hier? Ja! Wir landen da, wo wir landen müssen. Natürlich, du spielst ja gegen den größten Banausen. Ah, coole Holzfeuer, ja doch. Starke Eisgolem gegen die Spear-Goblins. Stimmt. Ja, Bats, okay, fuck. Das ist dieses Lamborghini-Deck. Gott, gar kein Bock. Wenn einiger was gehört hat, gewinnt er gegen dich. Stimmt. Bubble. Ach, Bro, Digga, es ist ja wirklich so schlecht. Weil wir da auch mal den Gegner zu flamen jetzt.
Och man, das ist halt wirklich unverhältnismäßig frech, was du für Gegner bekommst, was für Gegner. Was? Hast du mal meinen letzten gesehen? Der war komplett scheiße. Ja, aber hat er trotzdem dann, weißt du, also, der war nicht so scheiße wie deiner. Imagine. Was das Geile ist? Er denkt, der kann jetzt mit Luden rechts reingehen, aber ich hab doch einen Tesla. Nee, der gar nicht. Nee, ja, der hat gar keinen Bock darauf. Schade eigentlich. Oh gut, ja Leute, oh gut. Gute Holzfäller, ja doch. Cool. Egal, wir bringen uns schon mal den Mut fürs nächste Game. Bei dem Gegner ist nicht zu holen, außer Scheiße. Starker Holzfäller, stark. Echt gut gespielt. Echt stark. Stark. Ja, ist doch gut. Clap in den Chat, clap in den Chat. Geil. Ehre, stark, gute Spieler, mach weiter so. Geil, einfach gewonnen. Steht 1:1 Modus. Ehre. Gegner ist so trash, es ist wirklich insane. Ich finde das immer schade, wenn du meinen Gegner flamest. Du musst einfach mal appreciaten, dass du gerade gegen Jack gespielt hast. Der schlechteste der Barbaren, Digga. Hat der eigentlich jetzt mal einen Ballon oder er nicht? Den Namen, Digga. Ah, doch. Stark! Stark! Weiter so! All good. Alter, geil! Also morgen hast du die letzte Challenge auch verloren schon, das GT Duell oder so? War es nicht Outlaws für dich? Ich bin nicht Zweiter geworden. Ach, ist der Zweiter geworden, er ist halt praktisch schon der erste Verlierer, GG. Hast du das nicht verloren gehabt? Nee, ich hab's gewonnen, das Duell. Oder? Doch, ich hab gewonnen. Du hast doch gesniped so richtig räudig von dem einen Typen. Ah, der Ehrenmann, der hat mir darauf wieder geschrieben, dass ich, wenn ich in seine FL gebe, dann sniped er mich nicht mehr. So ein Wichser, wirklich. Kann man so sein. Arsch. Let's go, du hast Deck. Oh gut. So ein Hund genau so, Karl Legend. Ey, das ist schon der neue Link, oder? Ja. Oh gut, wir sind dabei gleich. Ich finde Google Chrome ist irgendwie viel geiler als Internet Explorer. Also Internet Explorer, Bro, what the fuck? Wo landen wir denn eigentlich hier? Wo ist eigentlich das? Digga, jeder Browser ist eh gleich im Endeffekt. Nein. Okay, hast du ausgewählt? Oh gut, warte kurz. Okay, boah, Digga, Wir gehen mit der Schuh-Taktik. Na, Bruder. Ah! Wo sind wir denn hier? Kann ich bitte Ehre haben? Hey. Irgendwie hat sich deine Ehre nicht so. Och man, ist es so dumm! Angeboten. Och, es bockt halt gar nicht. Wie sauer. Wie jetzt? Die 1. Es heißt die 1! Wie du auf die 1! Okay, ja, jetzt hatte ich mal Glück, Ehre. Du hast jetzt Glück, ja. Ausgeglichene Gerechtigkeit. Achso. Ragnarenz94. Ja, ey, danke dir für den Sub. Kuss, Ragnarenz. Danke für den Support. Da ist kommen. Den kannst du dir anschauen, Budi. Ich hab dich outplayed, hä? Junge! Ich hab mich gerade nicht gehört, hopps. Und wenn du trotzdem die Karte, die ich haben will. Ja, das ist. Ich hab deine Ehre genommen. GG, Bro. Ich hab so Brustmuskelkater. Echt? Ja. Ich wusste, dass du das machst. Wie soll ich jetzt Healer bekommen? Hey, Healer. Bock nicht. Wio. Ich hab schon mal eine stabile Defense, Bruder. Voila! Ewa! Let's go. Okay, mein Deck ist bisher gar nicht mal so geil. EQ Mark. Ich
Wer ist eine Wertkarte? Hallo? Okay. Ah, gönn bitte keine. Keine Barbs. Barbs werden kacke, bitte keine Barbs. Bitte keine Barbs. Ja, okay. Ist gut. All good. Ich würde sagen, damit kannst du überleben. Oh, das ist ja echt hier zum Mäusemelken. Ich hab dich noch nie sagen können, das ist zum Mäusemelken, Bro. Ja, muss ich ja an seinem Redepartner irgendwie anpassen. Ach so. Bisschen Allmann, dies, das. Ja, ich behalte immer die 8, um dann nur Scheiße draften zu können. Es ist so geil. Anti-Schuh. Ja, all gut. Das Einzige, was ich gegen Luft habe, ist bisher die Luftpost. Kann da bitte noch irgendwas kommen, so Boogies-mäßig? Wäre geil. Ja, okay, der Scheiß-Golem, perfekt. Der Scheiß-Golem. Hä, der Deck ist mega solid. Heul nicht. Wie? Ich hab nicht gegen Luft. Geh rein mit dem Drecksdeck. Bombturm. Bombturm-Kanone, kannst King anmachen. Ich geh ins Game, mein Deck ist eigentlich ganz okay. Außer Mortar, der macht keinen Sinn. Ja, mein Deck ist schwierig. Spiel gegen Gomu-Bang. Gomu-Bang. Warum lachst du? Ehre, ich hoffe, er wird gebankt. Oh gut, okay. Bring Mortar rein. Ey, was soll das? Ich hab viel gegen Luft. Oh geil. Weiß der Gigant. In einen Hantero rein. Kannst du irgendwie sagen, dass du jetzt gewonnen hast? Naja, lacht über seine eigenen Witze. Natürlich lache ich über meine eigenen Witze. Wenn ich sie lustig finde. Also ich will ja keine Witze bringen, wenn ich sie lustig finde. Turex, danke für den dritten, vielen Dank. You know. Gegner gar nicht mal. Achso. Gegner hat verloren. Gegner hat echt verloren. True! Junge, ich bin der Goat. Outplayed! Er ist wirklich so scheiße, er ist so schlecht. Beschwer dich bitte nie mehr über Gegner, Junge. Was ist das denn? Scheiße, wie dein Gegner, Digga. Junge. Also, Digga, das ist wirklich so hot schwarz mit Soße, das ist ein Zelt. Ich fass es nicht. Die Kampfheilerin so geil, die Kampfheilerin. Ja, okay, ich geh rein. Die Kampfheilerin wurde ja gerade zur Kampfheilerin. Ja. Ich geh rein, let's go. Abfahrt. Ja, genau. Schuh. Gegen der Sogunner GC auch wieder länger als keine Ahnung was. Wie bitte? Gegen der Sogunner GC dauert auch wieder sehr lange ohne Grund. Ja, ist richtig. Ist der Game wieder tot. Die Rocket Smiede. Er lacht, er hätte ich gesniped. Oh! Big Spit CR! Deine Ehre wird komplett genommen, wenn er jetzt den Nachtex hat. Bist du gestört oder was? Wieso bin ich jetzt gestört? Hör mal zu. Oh, hier ist ein Klone, du hast verloren. Ich hab Luftpost, okay. Eisgrim und Posen. Ja. Hallo, warum? Heavy! Junge, gegen das komplett Trash! Stimmt. Genau. Ja, warum macht er? Irgendwas, Gami? Was ist denn das jetzt hier? Digga, sein Deck macht gar keinen Sinn. Nee. Kann er klonen? Candle Dragon oder Freeze? Ey, Freeze jetzt. Wenn du Balls hast, freeze du. Bro. Bro, jetzt kannst du King Dorn machen. Das ist irgendwie belastend. Ah, die Kanone wird einfach mal durchgecycelt. Oh yeah. Was gehabt, Digga? Hä? Oh yeah, die Kanone. Ich hab King an, das war Wurf. Double Building, das war Worth. Junge. Was ist los? Ein Commentator. Dieses Bullying ist hier echt heftig. Von wem? Von dir oder vom Gegner? Ja. Ey, der Gegner ist echt trash, man. Der Klon oder so Pfeile wäre nice. Ah ja. Was will er, hä? Ich weiß nicht, was seine Mission ist, um ehrlich zu sein. Wie sind mir die Leute scheiße spielen und kann ich einfach jetzt Golem reinmachen? Du kannst eh nicht gegen Skami jetzt was machen.
Nein, so weit denkt ihr nicht. Gegner ist eine Dummdüdel. Golem, Schuh! Golem hinten, cool, ja, doch. Ich bin noch zwei Karten übrig. Bedeutet der Titel? Das sage ich dir. Okay, Feuerball. Der Turmlauf ist gemisst. Das ist natürlich wieder sehr, sehr gut gespielt. Herz rein. Jelly King rein. Und jetzt sind wir halt, ne? Solange nicht klont, ist all gut. Ja, ja, ja. Jetzt klont er. Jetzt weiß ich ein bisschen hier. Jetzt klont er. Alter, wie schlecht. Ups, wie schlecht ist er? Also auch predicted einfach. Ich habe sein Mister predicted. Der Mister predicted ist einfach hart trash. Hallo, das Chance Game musst du verteidigen. Nein, muss er nicht, nein. Oh, er ist so trash. Er ist wirklich so ein schlechter Spieler. Wichtig, richtig geil. Oh mein Gott. Die flanken aber nicht. Hä, mir Sieg gegeben. Hör doch mal auf jetzt. Mann. Du so schlecht. Ich war schon wieder sauber, wenn du Gegner flamest. Ah ja, also wirklich fettes Anti-Schuh. Okay, neues Deck. Er steht als, Richie, oder steht als mein Juster. Digga, Richie, retire mal. Du hast so scheiße gespielt. Ja, Digga, was, Digga, du hast irgendwie 20 Tage Watchtime bei mir und du spielst wie ein Bot. The fuck? Warum wird er so geflamed? Weil Richie eh immer weird ist. War falsches Deck. Wie falsches Deck? Irre! Wolltest du ihn snipen oder was? Okay, ja, warte kurz. All gut. Ich bin dabei. Okay. Oh, der Packer Witchman. Bro, dein Deck hat gar keinen Sinn ergeben, Mann. Wozu schaust du Morten Royer, wenn du am Ende die größten 4K-Decks spielst? Hast du schon ausgewählt, Witchman? Ja. Hab ich nicht auch schon ausgewählt? Okay. Der klassische Zweier drauf. Ja, auch ich kann mit meinem Draft etwas anfangen. Du! Ich mehr als du. Weiß ich nicht. Wie du wolltest mich snipen, Digga, wenn du mich snipes, Richie, bist du perma gebannt, du Kick. Junge, ich hatte hier auch einen. Ich hab zwei mit dem Bomber drin auf einmal. Lol, das ist ja die Bombe drin, Verotech, was soll die Scheiße? Wir müssen neu starten. Yay, ich hatte bisher mega Glück. Quicked. Quick. Das tut mir leider leid. Yo. Ja, Kalitsch hat keine Hobbys. Fuck. Sag, wenn du fertig bist, dann. Okay, ich bin fertig. Okay, all good. Ich hab mir heute kein Beyond reingezischt. Kein Beyond für Morten Royal. Ja, oh gut, man wird hier immer beleidigt, Kyle Legend, egal was du machst. Kannst du was wählen? Ey, oh gut, warte, ich muss mich die Szene mal ändern, weil ich muss ja immer von meinem Internet Explorer das reinklatschen. Wir fahren zweigleisig. Das ist so random, Bro. Junge, ich hab dich so outminded. Wieso hast du dich outminded? Die Sword meinet. Ja, ich hab doch, Mini-Hordic. Ich hab doch gewonnen, hä? Anti-Schuh, trotzdem Sword meinet, weil du mega viel committen musstest. Ah, die drei ist ein mega krasser Commit, stimmt, ja doch. Ne, da gebe ich dir recht. Das stimmt doch einfach. Weiß nicht, Richie, warum du so schlecht bist, Bruder. Oha, jetzt haben wir uns gegenseitig gemeindet. Kann ich bitte die Artis bekommen? Bitte. Der Brenn. Anti-Schuh. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aggressiver gehen. Wenn ich den nicht bekomme, habe ich verloren. Nee! Sehe, es passt einfach null in dein Deck, weil du bist einfach ein Hardcore-Asi. Wie, es passt null in mein Deck? Der Grabstein. Ja. Wie gut für dich. Guck euch mal meinen Bart an, Leute. Hier. Dein Bart? Welcher Bart, Alter? Selbst Flobby hat mehr Bart als du. Nee, niemals, Digga, no cap. Ist das so? Ach, Schnauzer, Digga. Ja, Schnauzer. Ich hab bald Horst Lichterbart. Bruder.
Sendet mir eure alten Gegenstände. Bares für Rares. All good. Digga, die Auswahl ist aber auch Ananas, Digga. Ananas. Digga, Verotech, okay, anstatt Mikroskop zu holen, hol lieber mal Bugfixes für deine Kacke hier. Du sollst mal Champions adden und du sollst auch, wenn das jetzt immer rigged ist. What the fuck? Hallo! Fixman, das klappt nicht. Wie, es klappt nicht? Du hast doch ausgewählt. Ja, aber ich hab Eisgeist, okay. Wie Eisgeist? Hä, du hast Pekka schon bekommen bei mir. Echt? Ja. Bei mir bin ich noch bei Eisgeist stuckt. Ja, und jetzt hast du ein Eisgone bekommen. Wie? Och, Digga! Junge, guck, Verotech, du Kek. Jetzt hab ich noch drei übrig. Kann ich jetzt aber auch nichts für, so. Ja, okay. Nehme ich jetzt die höchstmöglichen, so. Das kann man mir jetzt auch nicht vorwerfen, finde ich. Ja, dann ist das so. Scheiß drauf. Junge. Die Eisgone. Bitte jetzt kein Infernum oder so. Bitte nicht, Digga. Gönn allen. Nein. Ja, schon. Okay, du hast den Magischützen bekommen, ja. Okay, all good. Ja, Bro, ich hab nur eine Wahl, die Sinn macht, so, hä? Ich auch. Was laberst du, Verotech? Ich spam einmal auf die Karte und dann klicke ich auf die richtige Antwort. Nichts all good. Sollte mein Deck vielleicht mal nebenbei bauen. Ja, schuh, let's go, steht mal am Start, nice. Junge, das ganze normales Deck. Ja, das sieht echt so aus, so eine Goblin Giant. Ich weiß nicht, ob Double Giant so in die Meta passt, aber an sich bin ich zufrieden. Wo gibt's die Seite? Ey, Verotech, Real Rap, ne? Verkauf die. Lass ein gemeinsames Geschäftsmodell machen. Wir klatschen Werbung auf die Seite. Und ich bewerbe die im Stream. Hä? Und du bekommst dabei sein. 70% und ich bekomme 30%. Verotech, ich mach dir bestes Angebot. Du bekommst 80%, ich bekomme 20%. Wo landen wir? Ich hab aber gar nicht Royal erfunden. Ich bin der geistige Eigentümer. Ist ja egal, Digga. Ich kauf dir die Rechte ab. Mach's zu Jahr Royal. Okay, ich verkaufe Gaia Royal bis NFTs. Ehre, Verotech, Ehre. Mach Ehre, das. Ehre, Digga. Genau so machen wir das. Machen wir das. Endlich mal ein guter, endlich mal ein geschäftstüchtiger Zuschauer hier. Okay. Hacker und Mega hat auf 5k angelehnt, Digga. Also wer das auf 5k spielt, ne, komplett scheiße. Geil, kommst du erstmal an die Brücke. Jordi, ich spiel's gegen Jordi, ich spiel's gegen Emis besten Freund. Hm, ja, keine Ahnung, check ich nicht, aber all gut. Kein Problem. Ah, das ganz normale Meta-Mega-Ritter-Deck. Stimmt. Das ist doch geil. Du hast doch gute Antworten. Ich habe halt wirklich gute Antworten. Ja, ich weiß. Du hast Eisgorn, du hast Grabstein und du hast drin. Packer, Bro, du hast alles, hä? Ja, die Queen, die könnte ein bisschen reinbrutzeln. Der Brutzler von Wiesenhof. So, Packer, rein da. Wurden abgenommen. Tja. Keine Ahnung, Bruder. Ey, Chat, morgen Abend, ganz wichtige Sache, ne? Morgen Abend haben wir zuerst das Projekt natürlich weiter, aber wir haben morgen Abend ja, moin, Digga, BSDS, wie lucky. Ja, wenn du es mit euch seid, gerne dabei. Wird sehr, sehr geil. Start ca. 19:30, denke ich, oder so. Oder 20 Uhr, genau. Wenn wir damit ca. starten. Lucky! Wird sehr geil. Da kann jeder von euch gegen mich zocken. Oder besser gesagt, mit mir zocken erstmal. Ja, vielleicht der Mitte der König. Und 100 Euro gewinnen. Ja, sei dabei. Wird geil. Ich bin da sehr dankbar über jeden einzelnen Support. Und es ist immer sehr Spaß und lustig. Deswegen empfehle ich euch da mal, wenn ihr es bisher noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall am Start zu sein. Wird witzig, ja. Also morgen einschalten. Ich will jetzt echt die Ohren aufkaufen. Ja, Ricky, wenn du mich snipest, dann bann ich dich perma, Digga. Ich guck bei deinen Eltern an. Du bist nämlich 12. Ich hab nie gebannt. Schade eigentlich. Ja, Free Win geben, Alter, das ist ja richtig geil. Danke dir, Bruder. Free das macht ja richtig viel besser, Junge, hä? Danke, Bruder, ey. Wo gut. Landen wir denn hier? Kuss, Digga. Ich bin dumm.
Aber all gut, jeder ist dumm. Das war aber nicht gut von ihm. So, also, was soll ich jetzt sagen, Digga? Das ist jetzt ein Push so, den habe ich noch nie gemacht in meinem Leben, aber. Ich hoffe, er klappt. Also was in der Art. Ja. Ich habe mit mehr nicht gerechnet, also all gut. Was soll das? Ja. Diese Widerreiterin hinten, ne? Verstehe ich nicht. Das ist so gut. Jetzt haben wir halt den Single Target Damage Push. Ich hoffe, dass er defensiv mal snowballt. Jetzt hat er ein Problem. Ja, ja ich sag doch, er hat geistige. Ja, wobei, es war gut. Ich weiß nicht, ich bin der Mega-Ritter. Ja, das stimmt. Digga, das ist so rigged, was du für Gegner bekommst. Ich bin normales ja, Deathmatch. Wahrscheinlich rigged, Digga. Du Neider. Oh mein Gott, ja gut, wenn du halt so gut spielst. Der Eisgolem. Los, hoppel, hoppel. Der Eisgolem finisht ihn. Schuh. Scheiße, Alter. Ja, okay, weiter geht's. Ich geh rein. Ist es das Deck? Ist es das Deck? Rein in die Wasser, let's go. Abfahrt. Abfahrt. Wir beide eine Niederlage. Das stimmt. TTK 2015 ist im 12. Monatsstart. Moin, moin TTK, danke dir für den 12. Kuss. Hm. Okay, ich suche. Bisher noch nichts jetzt. Rubens Mini, ach so. Ja, du spielst gegen Rubens Mini-Account, der nimmt dich jetzt komplett hops und BM dich. Schade eigentlich. Hallo, ich bin Lag. Lag. Game Lag. Slagged. Ja, okay, Digga. Ja, okay, Digga. Ah, cool, der Packer, ja, doch. Und die Karre, die nicht down geht, ja, doch. Ja, das war doch. Das ist exakt. Tatsächlich ist es jetzt gerade hier genau meine Wave, ja. Wirklich. Hä, ja, Bro, hey, was soll ich machen? Hey, das war mega schlecht von dir. Es geht nichts drauf, Digga. Ich hab. Die Kanonenkarre blieb mit 2 AP. Yo, Bro, ich hab. Ich kann nichts machen. Ja. Ich finde halt der Goblin Giant war schlecht. Cool. Nachtexte, alle Anfälle. Na gut, das ist okay. Ja, ich wollte eigentlich damit die Kanonenkarre den Magic Arch töten, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Was macht er hier gegen? Ja, natürlich gut. Na klar. Junge! Digga, du bist gleich mit dem Rücken zur Wand! Ja. Du bist ja richtig wurscht. Ich jetzt einfach. Wie du gewinnst. Bisschen besser spielen, großer. Groß. Bandit. Anders. Das ist halt nicht der Turm so. Ja, okay. Das ist der Turm. Okay. Oder? Packer da oben. Oh! Oh mein Gott, das ist geil. Ich bin Big Spell, Digga. Ja. Das war's. Wir kommt ja nicht an in 10 Sekunden. Das stimmt.
Ja, Bro, keine Ahnung, was der Start war, Alter. Ich fass es nicht, Mann. Ich fass es nicht. Ich hab Doppel-Giant und spiel gegen Pekka, Digga. Oh, die Kanonenkarre kommt hinten. Ich denke, es ist Bridge-Spam. Und dann kommt dieser Pekka einfach an der Brücke, Bro. Oh, mein Gott. Er spielt seit 5 Jahren, Alter. Perfekt. Und es ist schade. Das ist die zweite Niederlage für mich. Ja, okay. Egal, wir leben damit. Wir arbeiten damit. Wir kriegen das hin. Musst du dich jetzt nicht eigentlich rausjobben lassen? Ja, stimmt. Hast recht. Ich muss dich rausjobben lassen. Ja, stimmt. Richtig. Mach ich kurz. Okay, all good, okay. Okay. Ich hab neu gestartet. Junge, ich hab dich outplayed. Du musst wieder ein bisschen mehr lernen. Ich finde kein Game bei 3-2, cool. Okay. Ist der Schuh. Wenn okay, der Schuh drückt, dann drückt der Schuh. Warte kurz. Warte kurz, okay. Ich warte kurz. Worauf wartest du kurz? Ich bin dabei, du bist im Westen. Sehr gut, sehr gut. Okay, all gut. Ah! Hast du was gewährt? Okay. Ja, all gut. Okay. Hast du auch was gedrückt? Ja, ich hab die 3 gewählt. Ja. Bist du hot? Danke, Bruder. Sind wir hier irgendwie? Ich bin hart stuck. Passiert bei dir irgendwas? Ach, Digga, buggt das jetzt schon wieder? Jojo, ich bin hier noch beim ersten. Hey, du darfst jeweils nur, wir müssen nochmal neu starten, du darfst jeweils nur einen Klick auf die Karte machen immer. Hab ich ja. Einen Klick auf die Karte und dann einen Klick auf die Werkkarte und nichts mehr. Klar. Okay, wir müssen nochmal neu starten. Schade. Okay, let's go. Okay, all good. Leotech hat auch keine Ahnung, was ich mache mit meiner Maus. Ich kann es ja nicht beurteilen, das ist in die Fernperspektive. Okay, all good. So. Einmal drücken. Ja. Einmal drücken. Mordenrohr drückt eh nur einmal. Okay, wir drücken einmal. Hier, guckt zu, Leute. Ja, Dings. Ihr habt's gesehen. All good. Okay. Oh yeah, ich hab dich komplett hops genommen. Wieso? Ich hab ein 1 gewählt. Lakshu! Einmal drücken, Royal. Genau so. Wir drücken einmal. Oh, Digga, ich hab dich wieder hops genommen. Alter, du bist doch gerade wirklich so ein bisschen am Boden so. Ich weiß gar nicht so. Gute Besserung, Bruder. Junge. Einfach Beaksbill bekommen, weil hops genommen. Junge Beaksbill, ey, was ist denn gerade los? Das ist ja so bitter. Für mich ist es wieder komplett in Ordnung. Irgendwie nicht so hart, Hobbs. Das sind die Mind Games. Die Mind Games. Ein Schritt voraus. Big Spin, Junge. Was machst du denn? Bro. Junge, ich hab dich wieder Hobbs genommen. Alter. Hast du die Challenge verstanden? Junge, du weißt gar nicht, was ich mit dir gerade mache. Schon wieder, Digga, schon wieder. Ich weiß nicht, ob du mich so hops nimmst. Digga. Auszeichen. Dafür gibt's einen Comment. Geil, Royal. Ich werde das anchecken. Abchecken, dann wisst ihr, wie es geht. Bitte kein Ego, oder? Hallo? Hast du gewählt? Ja. Ich auch.
Okay, all gut. Alter, Digga! Oh mein Gott, wenn du mich rettest, wenn du mich snipest, hast du auch hier gewonnen, Bro. Was ist das hier? Oder okay, all gut. Ja, du hast ein gutes Deck. Ich hab dich, glaube ich, also Big Spin, no front jetzt an dich, aber ich war dir so mindestens 7 Schritte voraus in dem Draft. Honestly nicht, weil wir haben genau die gleichen Karten bekommen, also wir haben genau das bekommen. Du hast 4 Karten bekommen, ich habe 4 Karten bekommen. Nee, Digga. Doch. Nein, du bist sogar nur triggert und redest dir es ein. Okay, geh rein. Oh, ich muss mein Deck erstmal bauen. Ich vergesse es immer nebenbei zu bauen, weil ich immer so gehypt bin, wie smart ich eigentlich bin. Laberst so viel Scheiße, ne? Das ist wirklich krass. Selten jemanden gesehen, der so viel Scheiße labert wie du. Ja, ich führe ja, der Volk hat mir recht. Ich spiele das erste Mal und bin smarter als alle. Junge, mein Draft, Digga, aber ich merke einfach, wie ich beim Draften dir einfach einen Schritt voraus bin, so. Ich weiß, was du machst und dann denke ich dir 3 Schritte voraus. Ich weiß nicht, ob das so ist, though. Wie Kiwi Polo? Wieso lacht er? Ich wurde gesniped. Ja, so kann nur der Draft dort gestoppt werden. Ah, okay. Pro Richie, Digga. Was für Practice in einer Challenge, Digga. Bin ich hier gelandet? Practice erstmal auf 4000 Trophäen. Jetzt waren gut. Ich hab keine Walnuss auf der Hand. Was soll ich tun, Digga? Ja. Er hat aufs Eck bekommen. Hat er jetzt Luftpost? Ja, gut. Es heißt. Ja, wir spielen Metadeck. Ja, die Guards sind wichtig. Das ist aber ein fettes Anti-Schuh. Junge, ich kann nichts machen. Er hat jetzt einen Hardcounter. Ich gesniped. Und. Ja, noch ein bisschen mehr committen am besten. 100 Elixier setzen müssen. Das ist haram. Ja. Dani, 17.04.93 ist im 8. Monat. Vielen Dank, Dani, für deinen 8. Kurs. Danke für den Support. Wie man das Deck spielt. Überhaupt einen richtigen Weg, das Deck zu spielen. Fragen über Fragen. So, jetzt kommen wieder seine Pissguards, Digga. Ja, aber er hat alles und noch viel mehr. Er hat alles. Geil, Ehre. Ja, yeah, oder nicht Ehre. Auge. Wie Auge. Auge. Lass mir durch, all good, ist nur ein bisschen chill. Ja, okay. Er wollte auf einfach drauf. All good, wir gewinnen das, all good. Wir überrennen jetzt. Kann er jetzt bitte einfach so wegsetzen? Ja, ich bin wieder against gekammelt. Ich krieg jetzt gern Rage oder so. Ja. Mir ist dran, Sparky ist auch dran für ein Hit! Das ist huge! Huashu! Schuh! Junge, ich hab doch gesagt, ich bin das! Ich fass es nicht, Digga! Wuff, 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 wuff! Okay, ich geh rein in die Masse. Der Draft-Boss ist da! Danke. Junge, der Gegner war auch wieder. Er hat zeitweise echt nicht gespielt, echt nicht schlecht gespielt, aber dann irgendwann verließen sie ihn einfach. Irgendwann habe ich ihn komplett outplayed mit Golem Spark und dann hat er gar keine Chance mehr gehabt. Ich habe keinen kleinen Spell. Poison. Das Eisgeist Timing war aber auch wirklich, das war auch wirklich ein bisschen großen Ding. Großen Öffner Style. Danke, Philipp. Philipp, du bist ein Ehrenmann. Küss dich doch. Ah, okay.
chillig. Das 5K-Deck. Digga, wenn du verlierst, bist du raus. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man verliert und raus ist dann? Bin ich auch nicht. Aber bisher, was du da so... Du spielst echt nicht gut bisher. Du bist ja so ein schlechter Poison, weil du musst eh noch was setzen. Big Span! Ich guck kurz auf deine Hand. Da ist ein Battle-Healer. Der ist ein Heal-Spirit. Ja, es war gerade so okay, ne? Aber so ultra gut war das jetzt auch nicht. Digga, Alter, meine Maus, was laufst du die ganze Zeit? Wie muss ich hier zuhören, Mann? Hier kommt komplett Krankheiten gerade. Und wisst ihr, was man merkt? Nur, wie nennt man das? Es gibt so einen Spruch. Oh Junge, jetzt kommt der Sprüche Gott. Wer im Glas sitzt, weiß es besser. Ja, irgend so einer, der angebellt wurde. Nur bellende Hunde bellen oder so. Oder irgendwelche nur getriggerte Hunde bellen. Nein, der Spruch geht, bellende Hunde beißen nicht. Nein, es gibt noch einen anderen Spruch. Ich hab einen kompletten Lag, Bro. Echt, das Lag? Ja, mein WLAN ist aus. Oh nein, scheiße. Ja, Digga, nee, also da kann ich jetzt echt nichts. Digga. Ja, das ist scheiße. Ich wäre dran, warte. Ja, aber ist alles gut. Ne, ich bin noch nicht dran. Ja, er macht aber nichts. Also kannst du Real Talk noch gewinnen. Ja, ich habe immer noch kein Internet, Bro. Mein WLAN ist ausgefallen. Ja, okay, jetzt wird es langsam schwierig, weil jetzt hat er dreimal in die Brücke gesetzt. Digga, ich kann nichts machen. Mein WLAN ist einfach ausgefallen. What the fuck? Ach, Digga, was eine Scheiße. Ja, mit dem Hotspot verbinden, Mann. Wir machen nochmal, Olga. Du musst das gleiche Deck spielen, oder? Ja. Junge, in dem Moment. Wo ich sage, er macht nicht, setzt er ohne Grund drei Musketiere an die Brücke. Junge, oh mein Gott. Ja, ich konnte, das ist scheiße. Ja, das war der Hacker. Ich geh nochmal rein. War der Hacker. Hacker in Clash Royale. Ein paar Klicks, dies, das, man kennt's. Passiert oft in letzter Zeit. Passiert ungefähr einmal im Monat, aber macht nichts. Timo MB, danke für den 8. Vielen Dank. Ich sauer. Ja, Junge, du weißt doch, wie getriggert man bei Internet-Decks ist. Seit mir da passiert oft, dann wurde es einmal im Monat passiert. Wo sind wir hier? Jetzt ist halt echt oft. Ich dachte, du wärst bei Telekom. Ich halt der Maul. Ey, gerade in der Sekunde, wo ich sage, schreibt einer Telekom als Sponsor, aber trotzdem scheint Internet. Bricht Ende. Es ist so zu kotzen. Du hast recht, Bruder. Okay, das sieht gut aus. Ich liebe es. Das ist so geil. Eben das Pen weg bei Telekom? Nee, bei mir war es nicht weg. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwie so globaler Internet. Junge, ich hab nicht mal Telekom, Mann. Was wollen die Leute von mir? Junge, es ist doch so. Leute. Ich lache ja, weil ich es einfach genau nachempfinden kann, weil meine Leute auch immer das reinschreiben und ich komplett AIDS bekomme und gar keinen Bock mehr habe um alles. Weil ich mich gerade abfuck, Digga. Weil die Leute, ich check, wie dumm sie sind. Das triggert. Nein, ich habe einen Lokalanbieter, Mann. Da ist er dripping in the house. Ich weiß nicht, Digga. Bei dir ist irgendwie nur kein Gehirn in the house. Du bist mal hier erstmal getimert, du gehst mal auf die Eier. Was hat er geschrieben? Er hat geschrieben, noch besser, Telekom als Sponsor, aber kein Telekom zu Hause. Also, ich kotze, ja. Ihm so hart in die Fresse, das ist ja insane. Das habe ich ja noch nicht gehört, was ist denn das? Der Schwimmel in the house, Bruder. Der Drip, wo ist der Drip? Wo ist der Drip? Der Drip ist nicht in der Haus, der Drip ist keine Ahnung, wo er ist, keine Ahnung, Mann. Der Gegner ist hart scheiße, da ist auch kein Skill in der Haus. Ja, stimmt. Alter. Er
Der ist aber der erste Goat. Der ist der Killer. Hawk Rider. Hawk Rider! Francesco! Thank you very much. Italia. Okay, let's go. Kommentar war fast ähnlich. Richtig und richtig. TMB, danke für deinen 8. Vielen Dank. Okay. Kleiner Ultimate, gute Besserung. Let's go. Die Leute verstehen das nicht. Das ist so, als ob ich sagen würde, ich hatte einen Autounfall und sage, Leute, Mercedes ist Sponsor, ich jetzt einen Autounfall. Digga, darf ich nicht Gehirnzellen? Das ist jetzt deine Schuld. Du sollst halt mehr aufpassen, so. Dass du keine Disconnects bekommst. Okay. Also gut. Let's go. Hast du kein Motorola-Handy? Oder Rakete? Keine Ahnung, wo, wundert mich auch. Ah, hast du schon den Link? Der Link ist schon da? Ja. Hab ich jetzt. Okay. Wieder eine Analyse. Ja, ich liebe diesen Trash-Talk. Ja, es ist ja kein Trash-Talk, es ist Real Rap, Alter. Also, da sind wir sowas. Die Internet-Querdenker. Bubble. Ja, Rakete, okay, gerade ist alles gut, ja. Bisher läuft ganz gut, ja? Ja, okay. Warte, ich muss den Stream. Okay, perfekt. So. Sein Ben schreibt auch die Karte an die Fans. Hä? Okay, bitte keine AIDS-Karte. Ja, Tesla oder Pumpe AIDS. Alles andere wäre okay. Nein! Pommes! Geil! Spannend. Hops. Hä, was für Hops? Wie sauer. Das Game halt nicht, das triggert mich. Ich krieg so echt von Leuten, die sagen Hops, das Game nicht checken. Alter Maul. Hier spielt auch Hovamu. Hovamu. Du bist eine Kuh. Hops! Alter, scheiße. Das ist bitter. Das ist übel. Hat ja wirklich Hops genommen. Bei Gott. Hä, wieso hast du die Muskeln trotzdem? Ja, du Knecht, ich hab dich Hops genommen. Das ist die Longterm-Hops-Name. Junge, jetzt wäre nur Lucky. Lucky. Ja, ich hoffe, du bekommst trotzdem. Es ist finanziell nicht so krass scheiße für dich. Das hoffe ich. Ja, das ist halt scheiße ums Auto, klar. Safe. Ja, life goes, das juckt mich aber nicht. Junge, bisher mein Deck, mashallah. Mashallah. Das passiert, wenn man Leute outplayt. Okay. Nein, es war dumm von mir. Es war so dumm von mir. Ich hab's nicht gecheckt. Komplett dumm. Bin so ein Blödian. Oh nein, Digga, oh nein. Was passiert denn hier? Ja? Ja, da hätte ich mit rechnen können, sag ich dir auch ehrlich. Ja. Aber es sind nur gute Karten aus dem Spiegel. Was? Bro, es ist wieder rigged, Verotech hat wieder der, Alter. Das sieht gut aus, geil. Ist so nervig, Digga. Geil. Verotech ist so ein Hund, es ist wieder rigged. Oh, what the fuck. Jo, es ist doch so, frag ihn doch. Okay, du darfst rein. Ich hab perfektes Kohl in der Kondusso. Bro, frag ihn doch bekommen, es ist ja wirklich so. Digga. Okay. Leo-Tag antreten. Geh rein. Ich muss jetzt noch mein Deck bauen. Junge, ich muss aufs Klo. Dann geh kacken. Ich will erst, dass du ins Game gehst. Ich will dir beim Irgendwo Kacken, schon. Beim Verkacken zuschauen. Bitte Hände waschen. Und spülen. Geh ins Game. Kannst du bitte reingehen? Hey, ich geh rein. Ich weiß. Nebenbei suche ich noch. Pen? Pineapple Pen. Schuh! Gute Abwehr gegen Luft. Oh gut, Leute. Ich spiele kein Luft.
ihr schon mal so einen Sparky gesehen? Oh, alter Schwede. Okay, danke. Köstlich, köstlich, schmöchtlich. Hat er jetzt Rekruten, Digga? Nee, ich kenne das Lied nicht. Ist das Schlager oder was? Das ist, Digga, das ist wirklich nicht mein Business. Der Titel, oder? Ey, das war voll berühmt. Ja, was soll ich das wissen? Hä? Nur weil es berühmt ist, kenne ich es ja nicht. Anscheinend, oder? Kann ohne spielen müssen. Hä? Moin, 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 moin. Schuh! 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 Junge, ich würde wirklich alles dafür tun, einmal Cristiano Ronaldo zu treffen und ihm einfach Schuh zu sagen. Was ist ein Mord? Hey, der Turm, hey, ist der Spark Connect oder was? Ich hab's gar nicht gerallt. Sparky Bridge! Wir setzen Zeichen hier. Ach, Digga, wer ist er denn? Er ist ja der übelste Keck. Kann er spielen? Ja, aber nicht Clash Royale. Ich dachte, ich komme wieder und du verlierst und du kommst, ich komme wieder und... Ja, weil ich halt der Go-Drafter bin. Du bist immer mit dem Rücken zur Wand, back to the wall. What the hell, Junge. Er weint dann noch am Ende, weil er denkt, na, Bruder, egal. Er denkt, er ist gut, dabei ist er hart scheiße. Okay, wir gehen rein mit dem Deck, ist gut. Big Spin geht erstmal, das Reg jetzt aus dem Rücken drücken. Bruder. Wo komme ich hier hin? Ich finde kein Game. Wieso finde ich auf einem Sieg eigentlich kein Game, wenn ich fragen darf? Weil das Spiel tot ist. Ich spiele keine Sau mehr. Ja. Gegen die Angel. Smelly Shards. Heide Yalla, viel Glück. Good luck, thumbs up. Ich meine, der Draft war echt scheiße, Mann. Ja, Junge. Jürgen. Sehr nice, real hard. Bald gehen wir auf die breit gebaut, braun gebrannt 100 Kilo Hantelbank. Was ist das jetzt hier? Oder First Player, du musst manchmal auch einfach Prioritäten setzen. Ach man, mein Gegner spielt das klassische mit der Deckhilfe. Bro, was ist denn das jetzt hier? Nö. Das ist doch irgendein Lied aus irgendeinem Film, oder? Wer? Pen, Pineapple Pen. Ist das SpongeBob oder so, oder? Den hab ich gerade gespielt, aber ich kannte ihn nicht. Ist das SpongeBob? Bro, keine Ahnung, Mann. Das ist nicht mein Business. Was machst du, wenn es der wirklich tot ist? Keine Ahnung, Hartz IV, dies, das. WTF, schauen wir, nee, was ist denn, woher kommt das nochmal? Woher kommt das nochmal, Chat? Ach, Digga, WTF, nein, ja, ihr Loser, Mann. Sagt mir doch jetzt mal, woher. Junge, der Gegner ist so schlecht, Alter! Fuck, Mann! Er ist so scheiße! Ist ein Meme. Boah, wie kann man so schlecht sein wie er? Er ist der schlechteste Spieler aller Zeiten. Keine Ahnung, kenn ich nicht. SpongeBob. Ja, was ist denn, wenn die Scheiße ausbricht, Mann? Ist der Japaner, ich sag SpongeBob. Wo ein Stück in der Ananas steckt.
Stimmt. Stimmt. Die Ananas, die im Stift steckt. Ja, stimmt, Jürgen. Korrekt. Genauso wird er weiter gemacht. Guter Kreuz. All day, every day. All day, every day. Every day am Schaffen. Ich bin hier, Dad. Und du so? Because I can, all good, brother. Don't worry. Schuh! Ja, Hit, wichtig, jetzt sagst du. Na doch. Es wird Zeit, dir den Gottesstich zu setzen, also dich zu killen. Den Todesstoß, Bro. Was ist denn der Gottesstich? Das wirst du gleich sehen, wenn du die nächste Runde verlierst. Du bist so ein Knecht. Voll gut. Das war's. GG, geile Runde, let's go. Abfahrt. Rein in die neue Runde. Gottesstich, also. What the fuck? Mag Bienenstich. Underrateder Kuchen. Ja, Bienenstich ist geil. Kannst du noch backen? Backen? Boah, hab ich noch nie probiert, Bruder. Okay. Ich denke, wenn ich eine Anleitung habe und die Sachen, dann denke ich schon so. So okay. Schwierig ist das, glaube ich, nicht. Ja. Aber Bienenstich ist schon tendenziell eher ein etwas anspruchsvollerer Kuchen. Aber ja. Was ist deine Meinung zur Behandlung von physischen Erkrankungen mit psychedelischen Drogen, wie zum Beispiel LSD? Das Wort gar nicht, du kennst das Wort gar nicht. Ich kenne die Hälfte deiner Wörter, die du da reingeschrieben hast, nicht. Tut mir leid, Bruder. Aber danke für 6 Monate, Kurs Ehre. Tut mir leid, hört sich bestimmt gut an. Ich würde sagen, ja, es kann gut sein, ja. So Microdosing und sowas kann schon gut sein, ja. Genau, sehe ich ähnlich, komm mit gut, LSD, Haftung, alles gut, weiter so. Weitermachen. Okay. Geh rein in die Spiele. Ja, okay, all good. Bin dabei. Aber danke für den Support, Ehre. Aber das ist nicht mein Business so. Ich denke, das nimmst du mir unter. Ötzi ist im 28. Moin, alle Moin, Ötzi. Danke dir für den 28. Kuss. Aber wenn du eine Frage zu Clash Royale hast, kannst du dich gerne melden. Alter, ich hab Bixe wieder outplayed. Das ist so krank, Digga. Es geht immer wieder los. Oh, Bixbill. Hey, du hast so Anfälle heute. Was ist mit dir? Haben die Nachbarn dein Gehirn weggebohrt oder was? Hab Arschbohrer bekommen. Irre. Ich habe einfach schlecht geschlafen und wenig geschlafen. Oh, ihr seht die Szene gar nicht. Ja, sorry. Junge, jetzt konntet ihr gar nicht nachvollziehen. Ja, warum? Ja, wieso lacht ihr? Guckt doch mal hin, ihr Augis. Junge, ich ne Bixel bisher hops. Digga, du hast so einen Schaden. Du hast einen Dachschaden. Die 8. Mhm, okay. Ja, weil ich die Outplayed hab. Also, Bixby liegt doch schon wieder so. Allein mental bist du hinten. Ach, halt die Fresse. Ey! Wir sind hier familienfreundlicher Stream. Hier ist der zweites Wort ist Jarak, Junge. All good, all good. All ich good, du halt. Knecht, outplayed. Outplayed, ist doch mit Absicht, du Kek. Ah, mit Absicht, ja, doch, verstehe ich. Mit Absicht! Der ja, gut, cool. Outplayed! Meine Leroy Giant-Nase gehatet. Okay. All good. Ja, Bixel ist immer sauer. Oh mein Gott, wenn ich jetzt Glück habe, dann ist der Hase am Dancen. Alles, bitte einfach nur Fire Spirit, Poison oder Mega Minion. Schuh! Extrem schlecht. Du hast den Giant, du hast irgendwie Pech gehabt, oder? Oder wirst du Anti-Schuh. Glücken? Ja, Anti-Schuh. Ich glaube, jetzt. Ja, okay. Jetzt wird's interessant. Digga, meine Haare jetzt sind elektronisiert und wenn ich die abfasse, tut's weh. Ein Problem der Physik, das ist Abfuck. Geil, Rakete bringt hier viel mal weg. Ich glaube. Hinten kackt die Ente. Euter, Kuss. Piu.
Hinten kackt die Ente, mein Jutster. Oh, bitte kein Ram, Digga. Bitte kein Ram. Ich brauch keine Wimmelkunde. Ich brauch was anderes. Ich will den Ram. So stimmt, lol. Komm, ich verpeilt. Cool. Ey! Junge, ich hab alles gesaved, um jetzt nur Scheiße beziehen zu können. Aus solchen Geier Royal oder so ist der Comment, da kriegst du es erklärt. Das Scheiße, ist das Deck schlecht. Das könnte wirklich schwierig werden. Oh, ich hab den Deck bekommen, let's go, mein Deck ist so geil geworden am Ende. Das ist jetzt nur deswegen Klonzauber, ist ein bisschen AIDS. Okay, let's go. Der Deck ist ein bisschen scheiße, oder? Ja, ja, passt jetzt zu dir. Oh shit, Digga! Schuh! Weiter so, Ehre. Das ist unter meinem Niveau. Was, dass ich gerade Hops genommen habe? Deine komischen Jokes. Die komischen Jokes, ich fand sie mega lustig, Digga. Ja. Wo ist die Musik? Gibt hier keine Musik. Wenn ich Musik mache. Ah, chillig, Digga. Ich spiele gegen den übelsten Pro-Player, Digga. Typ hat immer AG Tesla gespielt mit Triple Spill. Und Barbs. Ich hoffe, er spielt das Deck, dann werde ich komplett Hops genommen. Okay, er hat gewechselt. Was anderes. All gut, all gut, all gut. Oh yeah. Oh yeah. This is huge, the giant that in the Mega Knight connects to tower. The giant, ja, ja, doch. Das ist a ton of damage. Ja, doch, ist der Giant. Yeah, a ton of damage. He has a. Yeah, problems in the problems. Oh yeah, baby, let's go. That's my shit. Perfect, I'm all back, let's go. Aha, that's my shit. Kann er uns eine Rocket geben? Oh. Wir müssen die royalen Schweinchen auf der linken, auf der rechten Seite spielen. Real talk? Wenn er einigermaßen gut spielt, habe ich aber gar keine easy. Chance. Ja. Weil das Problem ist halt, dass Kollege Rakete halt echt viel gegen ihn bringt. Gegen seine ganzen Feuerwehr-Weltkarten, ist echt geil. Und Skelly King ist auch übelst OP gegen Horgis, halt Grabstein, ich habe nur Rakete als Spell. Den Vorteil, den wir halt haben, ist, dass er nicht so gut ist bisher. Dass er scheiße ist, ja. Ja. Ich glaube, wir labern an die Bridge, das ist das Problem. Wir labern Predict an die Brücke. Also, labern Predict hinten mit Mega an die Brücke Predict. Ja gut, der muss jetzt schnell sterben, weil sonst ist Scheiß am Dampfen. Ja, ist klar, geht klar, all gut. Ja. Ich hab die Rocket zu gut war. Der Grabstein ist ja wirklich so OP. Aua, aua. Ey, was? Mir ist gelegt! Digga, wir haben über die Flugmaschine im Turm. Holy shit. Ja, das sehe ich. Okay, das könnte gut für dich werden. Er hat nichts. Er hat jetzt nur Grabstein erst wieder. Ah, meiner. Nein, er hatte den. Ja, ich habe auch gedacht, dass er. Hä? Ich hab gesagt, dass sie an die Brücke gehen, so. Oh oh. Das ist mega minion. Oder was ist das für ein AIDS-Push? Du hast gewonnen. Puh, Junge, ich bin der geilste. Boah, Junge, ja. Ich saug den Hate auf. Digga, das ist ein Junge, Alter, aber dein Maul. Ich kann dir echt nicht länger als eine halbe Stunde zuhören, Mann. Geil! Okay, geil. Ich bin saug den Hate auf, Junge. Was laberst du den ganzen Tag? Juhu! Also, das ist ja wirklich. Das ist die Härte.
spielen um Subs übrigens, oder? Ja, klar. Heute wieder Minus machen, gar keinen Bock. Ja, Ehre. Heute könnte, glaube ich, guter sein. So. Gegner hat dein Deck kopiert. Gegner hat mein Deck kopiert. Ja, hat mein Deck nicht kopiert. Ja, der Gegner ist schon wieder hart scheiße so. Was soll ich sagen, Junge? Das ist so frech. Junge! Du hast gewonnen. Bro. Der Klon war absolut scheiße. Hä? Der hat dafür gesagt, dass der Ballon wegen Hits macht. Alles gut. Da sind wir auf Pfeile committed. Nee, die Plays müssen nicht gut sein. Die Plays müssen auf den Gegner zugeschnitten sein. Karl mit K sieht weird aus. Mit was siehst du aus, weird? Karl mit K. Karl mit K, ja. Nee, geht, ja. Geht. So. Außer natürlich, wenn wir draften. Der Lippen trocken. Ja, mein Lippen ist echt trocken. Deswegen befeuchte ich ihn. Mit Labello, broken. Ja, komm, jetzt mal. Ja, Bruder. Hater würden sagen: Oh, Plate! Oh, yes. Junge, Bigspin, wenn du das willst, bist du raus. Dann war's das. Junge, ich kann's nicht fassen! Ich spiele das erste Mal die Challenge und man merkt einfach, dass ich allgemein im Draft einfach der Goat bin. Man merkt einfach, dass du nicht deine Schnauze halten kannst. Das ist das Einzige, was ich gerade merke. Ja, und merk, dass du kein Clash Royale spielen kannst. So wieder mal Space Marine, Bruder. All good. Was machst du? Weiß ich nicht. Freeze. Wie freeze, Junge? Warum freeze denn nicht, hä? Du dumm bist? Da kommst du jetzt gar nicht predict. Yikes. Hä? Das war mega schlecht von dir. Das war übel gut. Das war übelst der Overcommit predict. Halt die Fresse, was für Overcommit. Junge! Jetzt beleidigen. Er kann's doch nicht. Digga, seine Giants, Mann. Die sind echt gut, Mann. Bitte helfen Sie mir. Bro und die Spear-Gobs, egal was er spielt, es ist so schlecht. Warum auf meinen Gegner zu flamen? Ich sehe, ob so knapp ist, Digga. Das ist so peinlich, Mann. Du bist so ein Missgünstiger. Guck dir das mal an. Und am Ende des Tages gewinnt der Klon, weißt du? Am Ende gewinnt der Klon das Game. Das ist halt belastend dann für dich. Du hast nichts gewonnen. Das ist es einfach. Let's go. Geil. Let's go. Geil. Mann! Arme Glakoi, was ist das? Du wirst am Ende dieser Challenge gewinnen. Aber das Einzige, was du gewinnst, ist Erfahrung. Die Erfahrung. Junge, ich bin mittlerweile bei 7 Siegen oder so. Ja. Weil ich der Draft Gold bin. Okay, let's go. Neues Ding. Neues Ding. Ja, okay. Szenenwechsel und wir sind dabei. So eine Frage, der MC. Digga. Mhm. Okay. Let's go. Du hast eine 7 für den Labo investiert. Ja klar, hä, für Labo Loon. Okay. Gibt's, wenn du mal so am Aktienmarkt investierst, dann wünsche ich dir nur das Beste. Kuss, Ehre, ja. Ah, Apex für Mega, das stimmt. Ja, du kommst auf X-Bogen. Bitte nicht. Okay. Oh mein Gott. Geil, Dennis. Ich verstehe das Prinzip, was dahinter steckt, nicht. Du musst Ausrufezeichen Geier Royal machen, Bruder.
dann ist all good. Aber wenn du Auszeichen Gaia Royal machst, dann kriegst du eine Erklärung. Und nach der Erklärung hast du es verstanden. Wie smart. Dem Bruder. Oh mein Gott, Digga, Big Spin. Alles gut. Ja, wieder hab's genommen. Ich krieg die Minions trotzdem. Wieder kriegst du die Minions trotzdem. Junge, ich hab dich aufs genommen. Schabba, lacka, lacka, kaka. Hops, genau so, Leute. Schuh. Okay. Ich habe viele Oktaven, hä? Ich bin flexibel, einsetzbar mit Oktaven. Guck mir mal meinen Fuß an. Wird geil. Kann meine Zehen bewegen. Geil. Ich fühl's. Mein Deck, egal was es kommt. Mein Deck noch nebenbei bauen. Nice, halt geil. Auf. Ja, okay. Was kommt jetzt? Will keine 3M? Hm. Gut, okay. Schmeckt. Ofenspam. Die Opa-Socken. Opa-Socken sind wie Crimson-Socken. Aua. Du darfst. Na gut, wir gehen rein. Fuß-Challenge. Ich hab einen Gegner im Game. Zedro. Ja, jetzt bin ich bei 7 Siegen, jetzt muss langsam geschwitzt werden. Jetzt muss ich fokussiert werden. Socken umsonst ausziehen. Imagine, Digga. Ah, chillig, Digga, der Entfernung. Also. Was also? Dein Gegner hat übelst einen Hardcounter, hä? Junge, was? Oh, ich hab die Kühe gar nicht gesehen. Wird's wieder gedeckt, cool. Es bockt einfach. Ach, du heilige Grüneune. Sein Urgroßenkel. Was soll denn die Scheiße, du? Digga. Sieht gar nicht gut aus. Hat die irgendwelche ganz wilden Substanzen zu dir genommen, Bro. Gut. Das Backpulver war richtig gut. Oh gut. Ah ja, doch, für dich, ja doch. Ah doch, das waren die Plays. Das waren tatsächlich die Plays. Aber ja, wird den elektronischen Giganten, aber du hast zwei Gebäude. Nice Case ist echt ein CR. Ich kann mir vorstellen, das ist so immer, das ist jetzt einfach eine Brücke, weil du hast kein Grabstein mehr. Dann kommst du mit dem hässlichen Bombenturm rein und. Junge, das, wenn ich das mache! Oh, schade. Auge! Egal. Oh, gut. Ich meine, wenn man Inferno Dragon auf dem. Wenn man Electro Dragon auf den Inferno Dragon unlockt, dann war's das. Einfach unlockt. Das Bier geht wieder weg. Cool. Ihr spielt ihn so weit hinten, dass ich nichts machen kann. Was ein Arsch. Lieber meiner nehmen sollen, das war dumm von mir. Das ist der Electric Dragon. Mann, ich bin so ein Dummkopf. Der Dummdödel. Ja. Es sieht durchaus gerade schmackhaft für ihn aus. Digga, nach dem Stream, ich will mich einfach in mein Bett legen. Und einfach pennen, glaube ich. Was machst du, wenn deine Nachbarn wieder Augen machen? Nachbarn Augen machen, mache ich Auge. Okay, wie stelle ich mir das vor? Da wird mal geklopft, gefragt, was eigentlich abgeht hier. Lightning Block! Wissen deine Nachbarn, was du machst? Ja, klar. Ja? Natürlich, Digga, natürlich wissen die das. Keine Ahnung. Ich laufe ja immer mit Balenciaga und so rum, Digga. Halt deine Fresse. Spaß glaube ich nicht. Leider. Ja, dafür müsste CR immer wieder ein Update bringen. Ja. Egal.
Solange die Spanier und Franzosen Balenciaga haben, ist ja all gut. Balenciaga für alle. Spaß, GG's. Ja, das ist gut, GG's, stark gemacht. Okay, ich geh rein. Junge, was, Digga, Jana, du Weirdo. Ey, Chiron, danke dir für den 5. Der schreibt, hab gehört, du schreibst kostenlos. Genauso ist, du schreibst kostenlos, habt ihr gerne rein. Vielleicht erreichen wir noch heute 30 oder sogar noch mehr. Haus, mal gucken. Danke dir für den 5. Und hau den sogenannten Gold ordentlich in die Pfanne. Kuss, Kuss zurück, wie dein Bestes. Danke für den 5. Nee, zum Glück nicht. Zum Glück geht's mir ganz gut. Ich werde nur immer in der Fahrschule belästigt und beim Erste-Hilfe-Kurs, sonst ist alles gut. Echt? Ja, klar. Inwieweit? Ja, ich hatte mich da halt beim Erste-Hilfe-Kurs. Das ist doch witzig. Morten Royal war unter besonderer Beobachtung. Ach so. Aber nicht der, nicht der Instructor kannte dich, oder? Nee, der kannte mich nicht. Jetzt sagt der, wäre aber auch auf Twitter gecancelt worden. Oh. Führen wir das nicht weiter aus? Nö, ich fand's aber lustig. Er hat immer selbst über seine eigenen Witze gelacht. Dann musste ich auch lachen, weil ich auch über meine eigenen Witze immer lache. Und dann haben wir immer zusammen gelacht. Ehre! Ich glaube mir, Leute, ihr müsst Leute finden, die einfach genauso denken wie ihr. Weil dann ist es immer lustig. Weil dann lacht ihr immer und dann lachen die auch und dann lacht ihr noch mehr und dann lacht ihr noch mehr und dann lacht ihr einfach. Wo sind wir gelandet? Warum zündet er die nicht? Ist er dumm? Hä? Dicker! AMK, zünde doch! Ewa! Oh gut. Oh, Bro. Ja gut, die Hoggies, ne? Ah, guck mal, ein Spiegelakame. Was seh dich mal. Junge, ja, Akame, Digga. Ich komm immer nicht drauf klar, Junge. Bro. What the fuck? Nicht deine Haare am Akame oder was irgendwie, keine Ahnung, Mann. Das kann ich gefühlt den ganzen Bettdecke nähen. Sieht by the way gar nicht gut aus. Das stimmt. Eine stinke Decke. Oh gut, I can't. Beruhigen Sie mich, ja. Oh Gottes Willen, oh Gottes Willen. Hä, was machst du, Wixbinseer? Hm? Er hatte gar kein Elixier, Bruder. Ja. Junge, du hast aber auch gerade den Sieg nicht verdient, so. Das Einzige, was ich jetzt retten könnte, wäre, wenn dein Internet wieder abstürzt. Ich bin so ein Wichser. Egal, aber gut. Die Gegner aber auch. Sein Deck. Bei 3 Siegen in der GC. Ach du Heilige. Kann er sein Ghost schnell spielen? Das war's, Wixbin. Er hat jetzt Lightning. Er hat jetzt Lightning, Wixbin. Digga, er ist so ein Penner, Digga. Bei Gott, Digga. Oh Mann, wie schlecht ist er denn, Digga? Anti-Schuh ist fuck, Mann, weil er so trash ist, Digga. Schuh in sein Arsch. Danke, Nils, Kuss.
Ehre. Lightning auf 11 macht mehr, auf jeden Fall genug, Bruder. Er war einfach hart scheiße. Junge, all good, Digga, nichts all good, er ist übel scheiße. All bad, all shit. All kacke, Digga. All trash. Wieso bist du es gerade als bis 10? Junge, wie schlecht ist der Gegner? Du hast halt wirklich so schlecht gespielt und so unverdient noch gemacht. Ja, ich hab wirklich nicht gut gespielt, das stimmt. Das stimmt, ja. Okay. Hast du eine neue Seite erstellt? Ja, ich hab eine neue Seite erstellt. Junge, ich bin nur bei 8 Siegen. Okay, all good, wir gehen rein. Bei wie vielen Siegen bist du? Bist du bei 2 oder so? Du bist jetzt bei 3. Bei 4. Oh, Bro, ich spiele halt so viel besser als du. Über 8 Siegen mit den größten Run-Stacks. Weil mein Drafting halt OP ist. Komm rein, Junge. Okay, Rainer. Ich bin schon drin. Ich hab schon gechoiced. Ich auch. Alter, Big Spin, es geht da schon wieder schlecht los für dich. Hä, ich sehe es gar nicht bei mir. Achso. Was hast du gewählt? Okay. Fire Spirit. Ja, und wie viele Elixier-Dings? Ich hab's nicht, bei mir sieht das nicht. 4. Okay. Aber mir bin ich gerade stuck. Warte, es lädt bei mir auch. Ah, das X-Bogen bekommen, Wix mit CR. Hä, wie viele Elixier? Du hast 4 bekommen. Ach, Bruder, okay. Oh mein Gott, jetzt muss ich halt eigentlich den Wixer-Move machen. Bro, ich hab nicht ausgewählt, ich hab die 8 ausgewählt. Hä? Ich hab die 8 jetzt ausgewählt für den Tesla. Echt? Nee, Spaß. Spaß. Jetzt schon Spaß. Bei mir tut sich nichts. Hast du was? Bei mir tut sich nichts. Ich hab nichts. Bei mir tut sich nichts. Cool. Lad nochmal neu, ansonsten starten wir neu. Okay, ich lad nochmal neu. Okay, warte. Wir laden nochmal neu. Okay, ich hab den Tesla bekommen. Sehr nice. Hä? Hast du genommen für die Karten? Ich hab nichts bekommen. Doch, du hast einen Henker bekommen. Hä, das buggt? Das buggt total. Ich hab alle Karten noch, ich hab alle Wertkarten noch. Ja, okay, dann lass normal machen, schade. Beziehungsweise, ich hab die 8 gerade gewählt und ich hab 8 auf Tester gemacht, ich hab die 8 immer noch, macht gar keinen Sinn. Ja, okay. Ich muss den Tester nehmen. Biotech, du kannst es schon rigged für mich machen so, aber nicht so rigged. Ja, dann lass nochmal von vorne anfangen. Ja. Mach halt ausführen. Okay. Ist nochmal neu. Okay, ich muss kurz Szene wechseln. Virotech, mach das ein bisschen unauffälliger, du. Das buggt. Backe, backe, Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Ach so. Auf Foshu! Okay, ist neu. Ist neu. Oh. Oha, wo sind wir jetzt gelandet? Was hast du denn gemacht? Junge, das ist schon wieder diese Mind Games. Ich hab dich jetzt schon wieder hops genommen. Hä, wieso hast du mich hops genommen? Ein Skelly, hä? Junge, was hast du gemacht? Du hast jetzt schon verloren. Bro, du hast die 5 genommen im ersten Try. Das ist total dumm. Junge, das, was du gemacht hast, ist wirklich fatal. 5 für 1 ist der bessere, deutlich bessere Trade für mich. Ja, dafür einen Giant Skelly bekommen. Und dafür bekomme ich jetzt ein Prinzess, du Knechtgesicht. Hä, wie schlecht? Ich wollte die Prinz doch gar nicht. Okay. Baba, pass mir weg in meinen Deck, Junge. Also, ja, doch, bisher, doch. Ja, doch, die Barbs, die sind's, glaube ich, ja, tatsächlich. Bisher hast du wirklich eine Game Sense von der Tomate. Ja. Aber ich glaube, du hast doch die Chance, dich zu verbessern. Hä, ich hab die 6 genommen, Bro. Ich hab nicht die 8 genommen, Digga. Ich schwöre es dir, oh mein Gott. Ey, Chat, bitte guck. Ist egal, aber guck jetzt mal bitte hin, Chat. What the fuck? Ich schwöre, ich hab die 6 genommen, Chat. Schwör's. Ja. Oh, Pixpin! Also jetzt erst schwörst du, dass du was anderes gemacht hast und jetzt gibt's auch wieder die Ohrfeige vom Morton Royal. Das Graveyard Hoggy Stick. Junge, Graveyard Hoggy's Bridge, ich seh dich da. Also, spürt ihr, dass einfach das Pixpin gerade mental nicht klarkommt? Bro. Junge. Der Bugspin, du. Egal, all good, Big Spin. Hab eine 50% Wahrscheinlichkeit, einen guten Zauber zu bekommen. Und ich bekomme Schwanz. Schwanz.
Die brokene Schwanz. Ja, bisher spielst du aber auch nicht optimal. Ja, okay. Ah, jetzt hätte ich normalerweise noch die 8, Digga, und ich hab die. Ja, okay, immerhin. Wir haben beide das bekommen, was wir wollten, das ist random. Ja, okay, Big Spin, also. Ja, normalerweise ist das die 8, Alter, das hat gewackt einfach, schade, Mann. Ja, das ist schade. Oh, wenn du jetzt richtig viel Pech hast, Big Spin, dann ist der Hase aber am Scheißen. Ja, aber Klon, selbst mit. Selbst Klon wäre okay mit Giant Scale, von daher passt das. Spiegel wäre trash. Spiegel, ja. Gönn Spiegel! Okay. Mann, nein! Kein Spell, aber wir arbeiten dran. Du hast auch kein Spell. Ja, ja. Oh, gut. Okay. It's your turn. Warte. Ich baue mein Deck gerade. Braucht da etwas länger. Ich check das immer nicht, dass ich mein Deck nebenbei bauen kann. It's your turn. Your turn. Your turn. Ich geh rein. Let's go. Deine Win Condition? Ja, ich hab Battle Ram, Bruder. Ich hab Battle Ram und Brückenspam. Und Barbs. Ward macht Barbs auch immer an die Brücke. Was gehst du rein? In das, was du nie reingehen wirst. Pommes. Weißt du, was ich fühle? Pommes? Jeder spielt Metadeck. Spielt Metadeck. Ja, okay, all good. Der Ritter, auf Profi angelehnt. Hat er selbst so geplant. Auf Profi angelehnt. Hoffentlich hat er eine Queen, die nämlich richtig hops. Ehrenbruder! Ja! Geil! Ja, da kannst du viel gegen machen. Verloren. Zündest du nicht, er hat gar keinen Bock, schade, Mann. Barbs sind besonders gut gegen sein Deck. Die sind richtig schlecht gegen sein Deck. Ach was. Ja, ja, das wolltest du mich pranken, aber ich bin nicht so reingefallen. Mentale Stärke. Aber jetzt ein bisschen Chip, ne? Die Stars, Ananas. Sind Skater? Die war nicht gut, er hat gefailt. Wow. Bisher sieht es aber relativ gut aus. Ja. Einmal Barbs rein. Einfach mal durch. Achso, perfekt. Ja, oh, wir wollen den Damage ein bisschen splitten. Das sind die beiden Games. Ach cool, ja doch. Ja, Alter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ja, ist echt nicht nice. Das merkt man. Oh, Scheiße, ja, Digga. Ja doch. Die Scheiße ist am Kacken. Sieht gar nicht gut aus. Ich muss gleich mal ein neues WLAN connecten. The Real Almaffe ist ein 5-Schreibiges Helfer. Geht absolut. Danke, Almaffe, für den 5. Vielen Dank. Oh, Bro, jetzt ist auf einmal der beste Bombenschussspieler auf der Welt. Bock dich, bock dich. Account. Lecker. Ja, doch, mit den Buffs kannst du sehr gut umgehen. Stimmt. Kann nichts machen. Na, gute Zündung auch, ja doch. Ich hab verloren. Stimmt. Nee, das macht keinen Spaß. Ja, also schade. Gegen sein Deck zu spielen macht dann wirklich literally 0, gar keinen Spaß, Digga. Ja, stimmt. Mann, was ist denn das? Das ist ja so nervig, ja, GG. Alter, das ist ja die zweite Niederlage, holy shit, Mann. Ja, nährst dich mehr an. Ich bin jetzt hier wieder bei 0. Das stimmt. Aber es kann dich auch da ein schwieriger Gegner treffen. Okay, ich connecte mich mit dem anderen WLAN wieder, warte. Ich hoffe, das klappt. Hm. Okay, ich bin drin. Morten Fink. Darf man geschriebene Hausaufgaben Unterricht vorstellen? Natürlich. Das ist ja dein Dokument dann im Endeffekt. Wie? Unterricht vorstellen? Abgeschriebene Hausaufgaben Unterricht vorstellen? Klar.
Bist du dumm? Natürlich. Nein, Mann, hey, du nimmst doch nicht, du klaust doch nicht dem anderen die. Nein, das ist ehrenlos. Die klauen, du kriegst sie ja freiwillig. Das ist ja eine Donation. Das kommt natürlich auch über die Urheberrechte drauf an. Das ist 100% ehrenlos, Chat. Sag mal bitte, Chat, was ist eure Meinung dazu? Haus abgeschrieben nach Hausaufgaben. Da tut dir jemand schon einen Gefallen, dann nutzt du es auch noch aus, um für deine Dings zu dingsen. Und dann sind sie falsch. Ja, das wäre dann Karma für dich, Alter. Hä, hey, abgeschriebene Hausaufgaben vorzulesen ist 100% ehrenlos. Das war eigentlich die Frage. Es kommt immer darauf an, von wem du es abgeschrieben hast, Bruder. Es geht um die Urheberrechte, die musst du halt vorher verhandeln. Ja, wenn es der Bros nicht dir erlaubt. Ja, genau, nur wenn aufgefordert. Freiwillig vorlesen ist scheiße, aber aufgefordert ist okay, klar, dann musst du es machen. Dann hast du keine andere Option. Und dann sagst du, nee, wär's irgendwie lustig. Ne, sorry. Ich kann's nicht. Meine Werte stimmen nicht mit dem Vorlesen jetzt überein. Ich habe übrigens auch ein Problem. Ja, du hast verloren, das war's. War ein Spaß, Leute, ich hätt's auch nie gemacht. Achso. Ich war halt selbst zu faul, die Hausaufgaben irgendwo abzuschreiben. Das ist halt. Krank. Bro, ich hasse diese ganzen Tesla-Decks, ne? Mit dem Checker und oh Gott. Das war's. Oh Gott, Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Er muss einen Disconnect jetzt haben. Leute, ihr könnt zelebrieren. Er muss jetzt einen Disconnect haben eigentlich, ansonsten haben wir ein Problem. Dieses auf Disconnect hoffen hat früher wirklich Real Talk manchmal geklappt. Mittlerweile klappt das nicht mehr. Ja, doch, warte ab. Man kann auch auf geistige Disconnects hoffen. Muss für Biologie einen Vortrag machen über AIDS. Hab das Thema extra wegen dir genommen. Kannst mir vielleicht was darüber sagen. Bro, wenn du speziell zu CR machst. Keine Ahnung, Mann, da kann ich dir ein, zwei Spieler, denn die nicht so nice sind. Hast du euch das Video gesehen, wo ich Oktopus gegessen habe? Nein. Okay. Ich hab das nur ein bisschen gesehen. Ja, und die Zunge. Und einfach die Zunge oder was das war. Wenn ich sowas esse, würde ich ja lieber Vegetarier werden, Digga. Ja, mein Gegner will gerade auch lieber Vegetarier werden. Digga, Digga, scheiße! Nee. Zunge fängt an scheiße. Dennis würde Menschen essen, oder so. Er würde so ein Akames Fuß beißen. Und seine Haare abschlabbern. Junge, dein Gegner wächst, ich kann's gerade gar nicht fassen, wie schlecht er ist. Das ist krass, ne? Oktopus erstickt, Bruder, es gibt keinen schlimmeren Tod als einen Oktopus zu ersticken. Bro, wir brauchen dringend einen Earthquake und einen Log. Ich mir mal vielleicht fragwürdig, weil jetzt die ganze Skate über den auch erst so gut. Bro, was macht der denn? Ich komm gar nicht drauf klar, wie er das verliert. Das ist ja. Ich komm null drauf klar. Scheiße, hä? Jeder aus dem Chat hätte das gewonnen. So Leute, das war's, Chance ist vorbei. Wir sind reich. Hä? Ich hab dich zitiert. Ich hab doch eine Niederlage gehabt. Ich hab dich zitiert. Was redest du? Ich bin doch noch drin. Ich hab dich zitiert, du Keck. Achso. Achso. Du hast aber dreimal gesagt. Digga, du bist so dumm. Oh gut, weiter geht's. Also ich fass es nicht. Ja, dann. Okay. Oh gut. Wort zitieren ist mir aber auch ein Fremdwort. Ich merke das. Ey, Sabati, sind Sie schon Morten kommen in den Gordon Wild. Danke für den 10. Vielen Dank.
Ja, ich hab gemacht, ja. Hast gemacht. Danke fürs Machen. Du Macher. Jetzt ist aber wer? Jetzt ist aber du or die oder ja, die und die. Mhm. Oh, Bro, wenn man mit Ego im Start, dann war es das halt gefühlt schon. Ich bin halt bei 0 Siegen, du bist bei 4 oder so. Alter, Big Spin! Ja, und? Rakete oder du Ego? Du hast richtig hart reingeschissen. Alles gut. Du hast richtig hart reingeschissen, Big Spin. Das sind die Mindgames und deswegen bin ich dir One Step Ahead. Du musst ein bisschen Allgood, Mann. Allgood. So, wenn Allgood zu sagen ist, nervt, wenn du es immer sagst. Hä? E-Golem Sparky auf den Typen mit Leather angelehnt. Der Ehrenmann. Der Ehrenbrie, der ist echt nice. Junge, kannst du mir nicht den Sparky geben? Soll ich eigentlich Sparky genommen? Das wäre echt cool gewesen. Ich weiß nicht, ob ich eine Win Condition habe. Okay, bitte jetzt kein Labohund. Okay. Fehler Feinde vom Deck für die ganz Armen. Jetzt wird's echt interessant. Hä? Ohne Witz, null Sinn von dir. Wieso? Übelst dumme Entscheidung. Nein. Bro, du bist wirklich so ein Dummy. Das war wirklich so luck-based. Das war wirklich 0-0 Skill. Wie? Jetzt beleidigen, weil du keine Argumente mehr hast. Ja, geh Toiletten bei Mac wischen mit deiner Elixierpumpe. Junge, jetzt werden auch die Leute diskriminiert, die Toiletten bei Mac wischen. Jetzt wirst du diskriminiert, weil Clash Royale tot ist. Ja, das wäre ich schon seit Jahren. Oh, Bro, Spock nicht. Bitte kein Klonen, bin ich. Oh! Smart, mit 1. Gut abgecleant. Ehre. Ehre. Ehre an mich selbst. Auszeichnen, geil, royal, dann kriegst du die Erklärung. Okay, Big Spin, das wird jetzt intens. Mir fällt auf, dass ich keine Win Condition habe. Es wird langsam mal Zeit. Kann ich den Schweinereiter jetzt bekommen? Bro, ohne Win Condition spielen? Junge, gib dir mal mein Deck ab, Bro. Ich krieg Krankheiten. Ja, ich weiß immerhin, also ich krieg halt immerhin eine Win Condition so ein bisschen. Eine Win Condition so ein bisschen. Mauerbrecher oder was? Also. Wie Mauerbrecher? Jetzt bin ich ja. Hier nur Clash Royale, denke ich, es wäre eine Win Condition. Okay. Ja, mein Deck ist ja, gar okay. Nicht so scheiße geworden. Das sieht aus wie eine Final Form mit Prime. Wie für eine Final Form? Das sieht ja richtig scheiße aus. Ja, okay, ich gehe rein. Ist gut, dass ich bei 0 Siegen bin. Aber ich habe dich schon trotzdem wieder outmined beim Draften. Was soll ich sagen? Gegen Harry Potter. Sisters und Bro. Für Zeit, das Game zu gewinnen. Die Queen Feuerballock. Was ist das denn jetzt, hä? Hä? Ich glaub mein Schwein pfeift. Queen Feuerblock, was meinst du? Okay, doch nicht. Tommy, du hast falsch gescoutet. Bro, du bekommst Scouts bei der Challenge? Wie erbärmlich. Wo landen wir hier? Was? Was für erbärmlich? Wo landen wir hier? Wie, wo landen wir hier? Es geht um viel Geld, Digga. Also, wenn das Fischer. Erbärmlich ist. Guter Fischer, Digga, der hilft dir der beste Scout der Welt nix. Hä? Warum war der Fisch jetzt schlecht? Ja, aber der Gegner ist ein absoluter Keck, keine Ahnung, Mann. Ja, guck, hä? Keine Game Sense. Der hilft dir auch kein Deck Scout. Du brauchst einen Game Sense Scout. Hey, Chat, ich brauch einen Deck Scout, danke. Junge, ehrenlos und erbärmlich! Um mal jetzt hier gleiche Dings zu schaffen, gleiche Voraussetzungen. Die Ausrede schon mal prepared. Voll gut. Ja, das war's, GG's. Man benutzt alle fairen Mittel, die da sind, um zu gewinnen. Sehe ich ähnlich. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie gedopt hat oder so.
Das vielleicht mal deine Türme dopen. Da verlieren sie sich mit AP. Stimmt. Digga, letzte Season 2650 ist aber auch sehr gut. Meinst du mich? Ja, ja. Ja. Für deine Verhältnisse so ist also schon ganz okay. Als ich dir nachts zugeguckt habe, hast du verloren, weil der Gegner einen Barb aus einer Barb am Tor gefriest hat auf 8K. Ja, das war nicht so geil, aber ich bin ja mit Lava Klon die Top 200 gepusht. Ich bin wirklich mit Lava Klon. Ja, geil. Lukas Zer auf Wisch bestellt. Lukas Zer auf. Nee. Nee, besser als Lukas Zer. Jetzt muss ich überlegen, wie er das ausdrückt. Ja, mein Sprachgebrauchkreis ist nicht so gut. Ich kann nur so wenig Wörter. Ja, das stimmt. Ist aber okay so. Ich sehe das jetzt nicht als großes Problem an. Sehe als das Problem an, dass deine Hexe es sagt. Ja, das stimmt. Kommt jetzt ein Ego davor? Nein, Bro. Das ist alles kein Bro. Leben. Wenn er jetzt Pfeile hat, bin ich im Arsch. Pfeile! Bro, keine Ahnung, was er zockt, man. Was? Also ich weiß, was er spielt, aber... man muss ja immer für eine Überraschung gut sein. Ich weiß, was er spielt, aber keine Ahnung, was er spielt. Ja, wir haben keinen kleinen Spell. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren. Das kann ich nicht nachvollziehen, die Aussage. Den Kollegen ist Fokus erforderlich und irgendwann ist ein Sparky hinten erforderlich. Fokus. Spring, mein Tiger! Piu, 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 piu. Ich glaube, die Hexe könnte jetzt problematisch schön werden. Ja. Oh Gottes Willen, Commit noch mehr rein. Jetzt hat er ein Problem. Bro, das Ding ist, du gehst auch mal von den schlechtmöglichsten Plays von den Gegnern aus. Es heißt, das ist so ein richtiges weakes Mindset. Schlecht ist das von dir gespielt, hä? Jetzt kommt Ego in Bats. Ja, Ego in Bats, ja doch. Ich meine, oh Bro, wo ist denn dein Mega-Ritter denn jetzt? Spiel jetzt bitte hoch. Ihre Bats, warum Bats? Ja, okay. Ist fein. Das war echt nicht gut von dir. Also du hast es Real Talk, ich sag's jetzt als Freund. Du hast es nicht verdient, das Game zu gewinnen. Okay. Ja, ist ja gut, dass ich nicht gewinnen werde. Das war's. Ja, es ist halt... Dein E-Golem. Der E-Golem pickt, Digga, das war so, das war RNG, dass du den E-Golem bekommen hast. Ja, scheiße, Bro. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und du gehst auch gegen einen, der einigermaßen okay ist und ein Metadeck spielt. Ja. Das ist ein Problem. Ich habe auch keinen kleinen Spell. Ja, das war's, schade. Ey, GG's, gute Challenge. Du hast mich besiegt, schade, GG. Oh, dieses Deck, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, erbärmlich. Ja, okay, GG. War trotzdem geil.